ging auch einige Ferien drauf. Also eigentlich kann man sagen, hier steht einmal Sommerferien 2016 vor uns. Hallo, mein Name ist David Vollmer. Und ich bin Luca Elbracht. Und wir präsentieren hier auf der IFA unser Projekt im Rahmen des Invent-a-Chip-Wettbewerbs, das autarke Energiesystem. Der Zuschauer kann sich das hier angucken und sehen, wie alternative Energien funktionieren könnten. Wir haben hier einen kompletten Wasserstoffprozess umgesetzt in einem Modellhaus. Das ist ein Einfamilienhaus, das geplant wurde von einem Bauunternehmer und das dann in Zusammenarbeit mit einer Schreinerei gebaut wurde. Das ist alles maßstabsgetreu. Was man hier auch sehen kann, sind die Tanks für Wasserstoff und Sauerstoff und die ganzen Geräte wie Elektrolyseur und Brennstoffzellen. Ja, das Ziel ist, dass sich das Haus autark mit Energie versorgt. Wir haben Solarzellen als Energiequelle und Wasserstoff als Speichermedium. Der technische Hintergrund ist die Speicherung der Energie in Wasserstoff. Also es wird Wasser mit einem Elektrolyseur in Wasser und Sauerstoff aufgespaltet, um das zu speichern. Und das FPGA-Board, was den Prozess überwacht und Daten sammelt, die auch an den Computer weiterleitet, wo sich der Zuschauer die ausgeben lassen kann und so einen Tagesverlauf beispielsweise hat. Ein FPGA-Board emuliert einen Mikrochip und mit diesem Entwicklungsboard kann man den ganzen Prozess einer Mikrochip-Entwicklung quasi zu Hause einmal durchspielen. So wie wir das im Invent-a-Chip-Wettbewerb gemacht haben.